Da ist ein Bienenstock. Kann ich den Bienenstock... Verdammt, ey, ist das der Bär jetzt da? Ist das natürlich jetzt ein bisschen blöd. Weil ich möchte den doch gerne ein bisschen umgehen. Ja, natürlich, er schnüffelt natürlich dann den Bienenstock, super. Ich versuche den mal einfach eiskalt zu umgehen. Mal gucken, ob er uns... Wahrscheinlich hat er uns gesehen. Ja, rutscht natürlich noch dahin. Ja, es ist ja super. Oh, Gott sei Dank lässt er uns in Ruhe, weil er mit seinen Bienen da beschäftigt ist wegen dem Honig. Oh mein Gott, was ist denn hier? Boah, wie geil. Wie cool das ist. Ah, okay, da oben können wir hochklettern. Ich werde, glaube ich, mal auf die große Keule wechseln. Er hat Keule gesagt. Ah, ein paar Pfeile können wir wieder herstellen, wenn wir schon dabei sind. Was haben wir hier? Wir können mal auf die Feuerbombe wechseln. Da haben wir die nämlich auch mal drin. Ah, guck mal einer an. Steht hier sonst noch jemand? So, der ist schon mal weg. Kopfschuss. Ich könnte ja Schneeschwalder Außenposten entdeckt. Uha, was mache ich denn? Ich will meine Eule mal rufen, um mal den Außenposten so ein bisschen abzuchecken. Oh Gott, wie viele das sind. Hilfe. Okay. Und doch mehr als ich gedacht habe. Da ist auch irgendwas. Keine Ahnung, was da, ob das eine Höhle ist oder so. Die können wir ja mal untersuchen gehen. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles markiert. Ne? Kann das sein? Haben wir auch schwere Gegner dabei? Ich schaue gerade mal. Da ist auf jeden Fall einer mit der Bombe. Der ist alleine. Den schnappe ich mir mal. So. Dann ist der schon mal weg. Und dann gucken wir doch mal. Ich hoffe, der Wegpunkt verschwindet gleich. Die Eule hat eine Abklingzeit momentan. Ich könnte natürlich auch nach oben. Ich bin so hohl. Ich habe gerade den Enterhaken gesehen. Warum gehe ich nicht einfach nach oben? Ist ja, glaube ich, viel, viel besser. Gegen die Sonne. Ich sehe überhaupt nichts. Verdammt. So. Auf geht's. Ua, hallo. Komme ich da? Da komme ich nie mehr. Ich werde es versuchen. Ich werde so abkacken. Ich werde definitiv so abkacken. So. Schauen wir mal. Hat ja... Oh, guck mal, was haben wir denn hier? Oh, eine Beutetasche. Sehr schön. Wie kriege ich denn... Kriege ich den erwischt von hier aus? Ohne, dass den einer vermisst? Oder ihn vielleicht? Hm. Muss mal eben... Ich muss mal schauen, welchen nehme ich denn da als erstes? Muss mal gucken. Vielleicht den? Weil er steht ja mit dem Rücken zu ihm. Ich muss mal... Ja, was ist denn hier? Jetzt öffnet sich auf einmal plötzlich mein Fotoprogramm. Keine Ahnung warum. So, warte, ich nehme mal ihn. Nein, scheiße. Das ist zu weit, glaube ich. Kann das sein? Vielleicht sollte ich auch ein bisschen höher zielen. Mal gucken. Das wird nie mit ihm klappen. Ich sehe das schon kommen. Oh, doch. Sehr schön. Sind die beiden schon mal weg? Da setzen auf jeden Fall zwei. Kann ich den Käfig kaputt schießen? Ne. Uah. Okay, die sind natürlich jetzt aufmerksam, weil ich jetzt natürlich daneben geschossen habe. Ist der Käfig jetzt offen? Wo ist denn das? Ich glaube, die haben das Tier erledigt. Verdammt. Okay, die sind jetzt sehr aufmerksam. Die suchen jetzt gerade. Ich hoffe, die finden mich hier oben nicht. Normalerweise dürfen sie mich eigentlich nicht finden, hier, wo ich im Busch bin. Ich bin im Busch, im Busch, im Busch, im Busch, im Busch.
Ein Fehler und natürlich, die sind sofort da. Ah, verdammt, scheiße. Habe ich genau den verdammten Kackbaum getroffen. Ey, der steht genau am Baum da. So, der ist weg. Wo ist der andere? Der andere steht hier unten. Sehr schön. So. Es sind eigentlich nur noch die beiden, ne, oder? Sieht zumindest danach aus, aber das... Ich denke mal, das kriegen wir hin. Huch, was war das denn? So, der ist weg. Ja, und der ist so weit weg. Okay. Ich glaube, das ist nur noch der eine. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich hier runterkomme. Heile vor allen Dingen. Wie komme ich denn... Uah, oh Gott. Okay, das war... Das ging gerade nochmal eben gut. So, dann gucken wir. Uah, was? Wer? Wer sieht mich denn da? Wer könnte mich denn da sehen? Ist das nur er? Okay, ich rufe nochmal eben die Eule und dann schauen wir mal. Ob ich vielleicht doch jemanden übersehen habe. Aber momentan sieht es so aus, als wäre es nur noch er. Es kann natürlich sein, dass da ist noch jemand. Das war's? Da war doch noch einer am Feuer am Sitzen. Na gut. Schneesch. Walda, Außenposten. Oh, war 10 von 15. Mein Gott, 5 Stück noch. Ist ja der Wahnsinn. 5 Außenposten noch. Aber hier sitzt doch noch einer. Oder ist der... Aha, okay. Der ist lost. Der ist bestimmt irgendwie... Keine Ahnung. Der ist wahrscheinlich gerade zum Rewe gefahren oder so. Bayer. So, hier kriegen wir noch unsere Pfeile wieder. Sehr schön. Ich schaue nochmal, ob der irgendwas dabei hat. Ah, Tierhaut. Da ist auch noch ein Pfeil am Stecken. So. Den nehmen wir noch mit. Sehr schön. So, da haben wir den Außenposten auch befreit. Aber so ein bisschen Ruhe hier auch wieder. Und wie schön das hier aussieht mit den ganzen Mandalas, wollte ich jetzt sagen. Mandalas. Habt ihr früher in der Schule auch Mandalas gemalt? Ich habe das immer total geil gefunden. Dieses Ausmalen. Ist ja momentan wieder innen, habe ich mir sagen lassen. Ist jetzt auch unter älteren Leuten. Okay, das klingt so falsch, wenn ich das so sage. Nee, aber so bei erwachsenen Leuten ist dieses Ausmalphänomen ist jetzt momentan wieder total innen. Habe ich jetzt vor kurzem noch einen Bericht gesehen. Bei YouTube habe ich mir so einen Bericht angeguckt, dass dieses Mandala ausmalen, das wieder total in ist. Da setzen sich dann so Leutchen zusammen und malen nur so und malen halt Bildchen aus. Ist irgendwie, ich habe das auch früher total gerne gemacht. Ich fand das immer sehr, 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 sehr spannend, vor allem jeder so seine eigene Kreativität da richtig ausleben konnte, was Farben und sowas angeht. Jeder hat ja quasi, ja, nicht immer dasselbe bekommen, aber halt so gemalt, frei nach Schnauze, wie die Farben halt für sich am besten passten, ne? Und das fand ich total geil. Das hat echt sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Spaß immer gemacht. Ja. So. Was hat er denn so am... Was ist denn so am Zappeln? Musste ich jetzt einfach mal machen, weil die könnten uns gefährden. Was? Uah, uah, ich werde... Oh, hier ist ein Tier. Hier ist ein Tier. Was ist das denn hier? Hey, Ziege häuten. Lecker Ziegenfleisch. Nein, ich bin, das war so nicht gemeint. So, ich nehme die Pfeile mit. Uah, Alter, was? Uah, lass das. Aua. Aua. Geh weg, lass mich. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein! Survival! Verdammt. Das war so klar. Wäre ich mal von vornherein da reingesprungen ins Wasser. Mit ein bisschen Anlauf. Ich glaube, da bräuchten wir doch unseren Bären mal. Wie kommen wir denn da rüber? Das ist sehr weit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich habe jetzt nochmal einen anderen Außenposten. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Ich hatte so ein bisschen so einen anderen Außenposten nochmal markiert. Wo ist er denn? Ach, wir sind schon drüben. Na, das ist ja praktisch. Da oben waren wir vorhin. Danke dir, Raubkatze. Ist echt nett von dir.
schön, dass wir uns gesehen haben. So, da gucken wir noch mal. Es wird, glaube ich, wird es wieder Nacht? Kann das sein? Da läuft doch jemand. Das sehe ich doch schon wieder. Da sind schon wieder Einwohner, oder? Ah, der gehört zu uns, Gott sei Dank. Uha. Dieses Spiel erinnert mich unheimlich an The Forest. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, dieses Spiel. Da sind ja auch mit diesen Einwohnern und so. Da lasse ich mich auch sehr überraschen, wie das ist. Der gehört auch zu uns. Ist auf jeden Fall... Oha! Okay, ich rufe unseren Bären. Headshot! Oder auch nicht. Nein! Uha! Nicht unseren eigenen Bären treffen. Oh, wie geil das ist, wie die kämpfen. Hast du fein gemacht. Ja. Hast du ganz fein gemacht. Okay, es ist doch Nacht geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Das ist so schnell jetzt Nacht geworden. Naja. Säbelzahntiger häuten. Sehr schön. Moment. Uah, geh weg. Geh weg. Ich muss zu meinem Wegpunkt. So. Ah, guck mal, Äffchen. Oh, wie süß. Oh, die bin ich nicht. Wie kommen wir denn da rauf? Ich war echt den Bogen laufen. Naja. So. Ich bin auch mal... Geh weg. Ich hab Feuer. Daka macht Feuer. Was ist denn hier? Ach, guck mal an. Südstein. Was wollte ich gesagt haben? Ich bin sehr gespannt auch auf die kommenden Spiele, weil ich habe ja jetzt, ach, guck mal an. Ich habe ja jetzt... Komm ich da raus? Ja. Ich habe ja jetzt, Uncharted gespielt. Ich habe es ja auch mittlerweile schon durch. Ich habe es 2 Tage durchgesuchtet. Und werde es auch trotzdem, wie gesagt, nochmal spielen. Es ist so ein endgeiles... hallo? So ein endgeiles Game. Vor allem, wie das aussieht. Das ist unfucking fassbar. Man glaubt das gar nicht. Also man muss es echt mal selber gespielt haben. Und da kann man mal sehen, wenn man sich richtig reinsetzt, wie gut Spiele aussehen können. Und ich bin echt gespannt, was so die nächste Spielegeneration für uns so bereithält. Da lasse ich mich echt mal überraschen. Aua! Aua, was? Geh weg! Lass mich! Lass mich! Ich sollte vielleicht hier nicht so rumschreien, weil hier sind nämlich... Hier ist nämlich schon das Dörfchen. Kommen die jetzt wieder? Ich würde gerne meinen Bären nämlich wegschicken. Ich hoffe, dass das so eine gute Idee ist, nachts so einen Außenposten zu befallen. Ich meine, dann wären wir ja auch nicht so schnell gesehen. Naja, ich weiß nicht. Nein, was mache ich denn? Uah. Okay, den kann ich von vorne nicht treffen. Das weiß ich ja. Ah ja. Na, guck mal an. Wie viele Leutchen hier sind. Ist ja, ich glaube, das Dorf ist, glaube ich, doch ein bisschen... Da ist auch ein gepanzerter. Habe ich gerade gesehen. Also ein schwererer Gegner. Da läuft er gerade. Also sollten wir vielleicht... Oh, den Bären rausholen wäre natürlich super. Guck mal, von da oben könnten wir auch langkommen. Da können wir runterklettern, den Bären rauslassen. Weil die pennen hier sowieso drin. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier rauf? Da müssen wir schauen. Also da geht es irgendwo lang. Weil ich befinde mich ja da unten irgendwo. Das heißt, ich müsste da irgendwie da langkommen. Irgendwo muss es ja da lang gehen. Guck mal, da stehe ich. Kann ich mich mal sehen? Ich würde mich gerne mal selber sehen. Okay, wir tragen auf jeden Fall ein Bart. So, wir müssen irgendwie da... Ah, guck mal hier. Wir probieren das mal, weil der Bär kann uns ja dann schon mal ein paar Sachen abnehmen. Der da in Gefangenschaft ist. Weil wir nutzen einfach die Kraft der Tiere. Die Kraft der Tiere. Ich hoffe natürlich, dass uns dann keiner bemerkt, dass wir da jetzt erstmal versuchen... Vielleicht sollte ich einfach auch mal hier das Feuer löschen der Keule. Und die anderen nehmen, weil ich mag die Kleine irgendwie, die ist irgendwie flinker. Damit kommen wir irgendwie, also komme ich zumindest ein bisschen besser klar. Und komm hier, wir nehmen eine Bienenbombe. Das können wir auch mal wieder ausprobieren. So, wie kann ich den Bären befreien, ohne gesehen zu werden?
Ich versuche es jetzt. Ich riskiere es jetzt einfach mal. So, ich bin auf jeden Fall schon mal im Dorf. Ich hoffe natürlich, der Gepanzerte kommt jetzt nicht hier lang. Ich muss natürlich versuchen, hier jetzt so gut es geht, unentdeckt zu bleiben. Ciao, ich bin weg. Ich hoffe, der greift uns jetzt. Na, natürlich. Natürlich greift er uns an. Kletter da hoch. So, ich muss weg. Der kann ja hier keine Lialen hochklatten. Lialen. So, ich hoffe, der räumt ein bisschen auf für uns. Dann schmeiße ich mal so eine Bienenbombe. Na, gucken wir mal. Und dann verschwinde ich hier mal schnell und mal gucken, was passiert. Auf jeden Fall brennt das Dorf. Das ist schon mal sehr schön. Vielleicht kann ich ja noch mal so eine Feuerbombe mal ausprobieren. Wenn wir schon einmal dabei sind. Nicht runterfallen jetzt. Okay, die schwer gepanzerten sind hier unten am Stehen. Mit einer Feuerbombe würde vielleicht klappen. Schauen wir mal. Ja, das Feuer breitet sich natürlich aus. Ist natürlich klar. Stehen auf jeden Fall hier unten stehen die. So, schnell weg. War ich nicht. War ich nicht. Ciao. Hoffentlich brennt sie. Hoffentlich brennt sie. Die dürfen mich nicht sehen. Nein, die haben mich gesehen. Fuck. Mist. Jetzt rufen die natürlich Hilfe, ne? Ja, Verstärkung gerufen. Na, ganz toll. Hm, jetzt kommen die auch noch hier rauf. Nein! Okay. Ist nicht schlimm, kriegen wir hin. Ist nicht schlimm, kriegen wir hin. Ciao. Hui! Schnell weg hier. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, die schießen schon auf mich. Verdammt, ich will nicht zu weit weggehen. Vielleicht im Gestrüpp irgendwo verstecken. So, ein bisschen. Ich höre... Was? Ich höre irgendwas. Was war das? Ich rufe mal unseren Bären, wenn wir schon hier auf Angriff sind. Da waren sie eben noch hier gerade, ja. Finde ich super. Bin ich ein Freund von. Greif den mal an, bitte. Nein, der Bär brennt. Der Bär brennt. Nein. Was kann das Ziel nicht erreichen? Warum das denn? Nein, nein, der Bär brennt. Okay, ich bleib jetzt mal echt im Gestrüpp hier so ein bisschen. Das ist echt, echt aufregend gerade. So, Bestienkill, sehr schön. So, die kann mal zu uns kommen, die Bestie eigentlich. Komm hier hin. Du sollst hier hinkommen. Mann. Schnell, komm hier hin, bevor du jetzt abnippelst. Ich muss dich heilen. Na, hallo, ich würde... Hallo, 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 hallo. Also, ah, jetzt. Wollte schon sagen. Hallo. So, was haben wir hier nochmal? Ja, die haben mich gesehen. Ich weiß. Ich muss mal eben mein Teddybär füttern. Sollte hier mal irgendwie schleunigst mal die Beine in die Hand nehmen. Und ich düse, 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 düse im Sauseschritt. Im Sauseschritt. Und ich nehme mein Bärchen mit. So, jetzt mal gucken. Da ist das Dorf. Das ist natürlich jetzt leer. Weil natürlich alle unterwegs sind. Aber ich habe das... Hey, ich habe den Außenposten eingenommen. Yeah, Survival! Weil, keiner mehr hier ist. Doch, da sind noch welche. Da ist noch jemand. Greif ihn an. Los, mach ihn alle. Kann er ihn auch angreifen, den Typen?
Den schwer gepanzerten. Jetzt wechsle ich mal doch mal auf die große Keule. Du willst mich auch verarschen, oder? Nein, nicht sehen, nicht gesehen werden, nicht gesehen. Immer Trufter auf den Birne! Alter, was? Ich sollte mich mal ein bisschen heilen. Okay, unser Bär ist tot. Komm her! Survival! Ich sollte hier weg. Ich sollte hier weg. Ciao. Ich sollte unseren Bären heilen. Damit wir wenigstens hier noch jemanden haben. Du, komm her. Wo sind die anderen? Da, greifen an. Was kann ich erreichen? Warum? Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier los? Hilfe! Oh Gott! Ich brauch mal, warte mal, ich muss das mal anders machen. Unser Bär ist schon wieder tot. Ich muss den Speer wählen. Ich muss den. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Mal eben heilen. So, da sind die schon mal weg. Na! Yeah! Stich! 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 Ja, haben wir den Außenposten. Mit ein bisschen Hektik, aber naja, gut. Mal so, mal so. 11 von 15 beansprucht, 500 XP Belohnung. Sehr schön. Sauber. Ja, läuft, würde ich sagen. Läuft.